Ja, hier steht es auch Limited Edition. Ja, wer lesen kann, ist auch klar im Vorteil, ne? Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video für euch. Ich habe wieder fleißig gesammelt, alles gehortet. Mein Mann, der erklärt mich immer für verrückt. Denkt sich, warum wirft sie die Produkte nicht einfach weg, wenn sie sie aufbraucht? Ja, weil ich dann sehr, sehr gerne ein Aufgebraucht-Video eben für euch drehe. Ich weiß, dass ihr sowas sehr gerne schaut, einfach weil es auch nochmal eine Art Review ist zu den Produkten. Man eben mehr sagen kann, nachdem man sie komplett aufgebraucht hat. Es vergeht ja da auch einiges an Zeit. Und deshalb drehe ich sehr, sehr gerne dieses Video ab und auch nicht zum Freudigen von meinem Mann, das war gerade kein Deutsch, hebe ich trotzdem die Produkte eben dafür auf. Gut, das war wie gesagt kein deutscher Satz. Wir starten durch in dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Leidwesen. Jetzt habe ich das Wort zum Leidwesen meines Mannes. Ja, also wir starten hier mit diesem Produkt von L'Oreal Magic Retouch. Hat mir definitiv einige Male meinen Hintern bzw. meinen Ansatz gerettet, weil während des Lockdowns man ja nicht zum Friseur gehen durfte. Ja, und deshalb habe ich hier das immer fleißig verwendet und das ist so genial, dieses Produkt wirklich. Einfach, ja, so von der Entfernung ungefähr hier auf den Ansatz drauf und die grauen Haare sind einfach mal ciao. Werde ich definitiv weiter nachkaufen. Es ist halt auch schwierig mit Liam, den Friseurbesuch wahrzunehmen und so weiter und damit verlängere ich das immer so ein bisschen. Machen wir weiter mit Produkten für die Dusche. Ich zeige euch erstmal die Produkte, die wir so im Winter verwendet haben. Werde ich definitiv nachkaufen. Dieses hier von Kneipp. Das riecht einfach so gut. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ja, haben wir im Winter, wie gesagt, oder in der kalten Jahreszeit verwendet. Ist richtig, richtig gut gewesen. Hier mit Ingwer, Kardamom und Macadamia. Ich hoffe, dass sie es noch haben. Dann hier, das werde ich wahrscheinlich nicht nachkaufen von Balea, diese Cremedusche, die gibt es bestimmt auch gar nicht mehr, oder? Das ist halt, ja, ach ja, hier steht es auch, Limited Edition. Ja, wer lesen kann, ist auch klar im Vorteil, ne? Ja, ist es nochmal ein anderes Gefühl einfach, bis das dann so von der Haut weggeht, ist es ein bisschen schwieriger, aber gut, klar, ist ja auch eine Cremedusche. Dafür fand ich jetzt das hier mega, mega gut, eben für den Sommer passend. Werde ich auch nachkaufen, nur für mich ist es immer ein bisschen schwierig, zu einem Rossmann zu kommen. Isana Pflegedusche Oil and Lemon. Da waren so kleine Kügelchen mit drin in Gold und die sind dann eben aufgeplatzt und oh, das riecht einfach so göttlich. Ja, muss ich mir definitiv nachkaufen. Fand ich mega, mega gut. Dann hier dieses Produkt hier. Machen wir weiter mit Pflege für den Körper. Soft Oil Balsam. Kaufe ich immer und immer wieder nach. Alle, die mir schon länger folgen, kennen dieses Produkt. Es ist einfach für den Preis unschlagbar. Meine Jungs cremen sich damit ein. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Die Haut wird dadurch natürlich sehr trocken, rau. Und deswegen kaufe ich das sehr, sehr gerne immer und immer wieder nach. Head & Shoulders kaufe ich auch immer nach für meine Männer. Zwei meiner Männer verwenden das. Das riecht so göttlich. Immer wenn sie dann so an mir vorbeilaufen. Oh, ich liebe es. Richtig, richtig gut. Meine Männer verwenden auch sehr, sehr gerne von Axe Produkte. Das ist keine Platzierung für Axe. Schade Schokolade. Können sich gerne bei mir melden. Meine Jungs brauchen nämlich dazu einiges auf. Und ich kaufe es auch immer wieder nach. Scheint gut zu sein. Ja, das kommt jetzt auch alles weg und wird eben nachgekauft. Abschminkprodukte. Machen wir doch damit weiter. Mein Micellenwasser habe ich mir schon nachgekauft. War ich eine Zeit lang von weg, muss ich ehrlich sagen, aber also ich dachte, die hätten die Formulierung irgendwie geändert. Ja, ich finde es wieder total gut. Vielleicht hat sich auch meine Haut ein bisschen verändert. Kann natürlich auch sein. Einfach auf dem Wattepad vorher schütteln, ist ein Zwei-Phasen-Produkt und dann das Make-up eben schon mal grob abnehmen, bevor man sein Gesicht dann eben wäscht. Das fand ich nicht so gut. Davon habe ich tatsächlich Unreinheiten bekommen von Balea, dieses Micellenreinigungswasser und deswegen einfach dieses hier. Deo, wisst ihr auch, wenn ihr mir schon länger folgt, dass ich dieses hier liebe von Rexona. Ich habe jetzt mittlerweile das von Wild, hatte ich euch auch schon gezeigt, aber das war eben jetzt noch hier in meiner Aufgebraucht-Box. Kaufe ich mir trotzdem nach. Das Wild finde ich auch sehr, sehr gut. Es duftet so, so gut, aber das habe ich halt super gerne auch immer mal zu Hause. Dann habe ich Foundation aufgebraucht. Meine Healthy Mix von Bourjois.
kaufe ich immer bei Amazon. Oh mein Gott, ich liebe diese Foundation. Allerdings brauche ich im Moment keine Foundation, weil ich ja meinen Selbstbräuner-Booster von Beauty Mates verwende. Einfach in meine Tagescreme rein, auftragen. Ich habe keine Streifen, ich habe keinen Gelbstich. Es riecht nicht unangenehm nach Selbstbräuner, sondern ja, ich finde, ich habe einen schönen Teint und muss mich dafür nicht in die Sonne legen. Hier mein Beauty Mates Produkt, meine feuchtigkeitsspendende Creme. Die haben das Packaging geändert, aber ich wollte es euch zeigen, dass ich eben die Produkte auch wirklich aufbrauche. Liebe ich total meine Tagescreme von Beauty Mates. Habe ich euch gerade auch ein Video abgedreht. Meine Must-Haves für den Sommer habe ich euch gezeigt, weil ich das, wenn ich in den Urlaub fahre, definitiv mitnehme. Und hier ist mein Selbstbräuner-Booster. Ja, liebe ich einfach über alles. Einfach ein paar Tropfen in die Lotion, Bodylotion zum Beispiel, mischen auf den Körper. Euch schön damit eincremen und dann habt ihr eine wirklich schöne Bräune. Bei Beauty Mates ist übrigens auch mein Rabattcode noch gültig. Keine Sorge, das ist keine bezahlte Produktplatzierung. Aber wie gesagt, ich habe das aufgebraucht und habe gerade das Video abgedreht und ja, wollte euch das eben auch noch sagen. Hier, das habe ich schon nachgekauft, verwende ich auch sehr, sehr gerne. Das ist eben, ja, für die Mundhygiene, gibt es bei uns in der Apotheke, mag ich total gerne. Verwendet die ganze Familie, wird definitiv nachgekauft. Achso, und meine Bourjois Healthy Mix kaufe ich mir dann eben wieder nach, wenn ich wieder Make-up verwende. Ich habe jetzt hier noch dieses Produkt vom Liam, von Bübchen. Diese Wundschutzcreme, die werde ich auch nachkaufen. Also ich muss sagen, er ist Gott sei Dank nicht so empfindlich. Aber ja, also ne, habe ich jetzt sehr lange gebraucht, um das aufzubrauchen. War die erste Creme und die ist jetzt erst leer. Also schon eine ganze Weile, weil ich sie auch hier gehortet habe. Hier habe ich noch meinen Augenbrauenstift. Habe ich nachgekauft, habt ihr bestimmt in meinem DM-Haul gesehen, als es 50% gab, weil unser DM umgezogen ist und da haben die alle Produkte rausgehauen. Für 50% und nachdem ich den Augenbrauenstift ja eh immer verwende, habe ich gleich mal 5-6 Stück gekauft. Hier von L'Oreal Skinny Definer Brow Artist. Ist hier auch mit Bürstchen ausgestattet, finde ich mega gut. Vor allen Dingen, weil vorne die Spitze ja so dünn ist und man dann so die Härchen nachzeichnen kann. Mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich noch, würde ich mir ansonsten nachkaufen. Ja, hier zum Beispiel, den habe ich auch aufgebraucht. Das ist eben auch der Brow Artist Expert, nennt er sich. Aber da war das halt vorne viel breiter. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich es ja aufgebraucht habe. Deshalb bin ich jetzt total happy, dass sie den hier eben rausgebracht haben. Den gibt es noch gar nicht so lange. Also das war quasi der Vorgänger. Habe ich aufgebraucht. Einer meiner Söhne verwendet immer dieses Haarspray hier. Wisst ihr aber auch wahrscheinlich, wenn er mir schon länger folgt, kaufe ich auch immer wieder nach. Und hier habe ich jetzt noch für den Liam diese Creme aufgebraucht, für Gesicht und Körper. Total süß. Hat er damals zur Geburt tatsächlich bekommen. Also ich verwende relativ wenig Creme für den Liam, muss ich wirklich sagen, weil ich einfach der Meinung bin, dass die Haut das schon alleine macht. Natürlich, wenn Kinder Probleme haben, wenn sie trockene Haut haben, Neurodermitis, was auch immer, da geht man natürlich aber auch mit einer anderen Creme dran. Aber die wurde mir eben geschenkt, werde ich jetzt auch nicht nachkaufen, aber ich fand das total süß, werde ich jetzt auswaschen. Und dann hat der Liam was für die Badewanne zum Spielen, also hier, ne? Ja, und die riecht halt auch total gut von Hip, das ist dieser typische Geruch und ich mochte sie schon sehr gerne, aber wie gesagt, eigentlich verwende ich sowas eher nicht. Das habe ich auch noch aufgebraucht, ist von Tetesept, aber das habe ich auch schon eine halbe Ewigkeit, weiß ich auch gar nicht, ob es das noch gibt. Papaya Hibiskus, eben passend zum Sommer, habe ich quasi letztes Jahr im Sommer aufgebraucht. Da seht ihr mal, wie lange ich die Sachen aufhebe. Ne? So, jetzt kann das aber endlich weg. Werde ich mir nicht nachkaufen, weil ich ja das hier kaufen möchte, bei Rossmann. Aber ich kann ja nicht extra zu Rossmann fahren. Ich muss mal gucken, ob es sowas Ähnliches bei DM vielleicht gibt. Ich habe ja hier nur ein DM. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls euch dazu ein Produkt einfällt. Das hier habe ich auch aufgebraucht. Creme Dusche Magic Wonderland. Ist noch vom Winter. Ja, auch schon eine Weile her, ne? Werde ich auch nicht nachkaufen. Limited Edition. Gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen wahrscheinlich, ne? Okay, hätten wir das auch geklärt. Ja, das war es jetzt eigentlich soweit. Ich habe hier noch einiges. Ich kann es euch zeigen. Tada! Aber ich möchte jetzt eigentlich ungern, dass das Video so lange wird. Ich wollte es kurz halten, einfach für die, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, ein YouTube-Video zu schauen. Wartet, ich bin wieder da. Da bin ich wieder. Ja,
Mal schauen, vielleicht drehe ich jetzt noch einen zweiten Teil. Muss mal gucken, wie die Zeit jetzt noch passt. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration für euch dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne euer Feedback. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Eure verrückte Heidi. Jawohl, so sieht's aus.